Sie suchen in den Scherben der Vergangenheit, versuchen Erinnerungen wachzuhalten, reflektieren ihre eigene Herkunft, sehen sich konfrontiert mit Tod und Verlust. Das Abschiednehmen und die Suche nach der eigenen Identität haben die Figuren aller drei Stücke gemeinsam. In Benjamin Fleischmanns Oper Rothschilds Geige bekennt sich der Sargmacher Bronze nach dem Tod seiner Frau zu seinen wahrhaften Gefühlen. In Hannah Kralls Prosaerzählung Die Entscheidung bereitet der AIDS-kranke Peter Schrock sich und seine Umwelt auf seinen Tod durch Euthanasie vor. Sarah Nemzows Oper Herzland zeigt im Briefwechsel des Dichters Paul Celan und seiner Frau Giselle die Unfähigkeit eines Paars, sich vor dem Tod zu bewahren. Ich glaube schon, dass sich die Klammer einfach schon deshalb ergibt, weil jedes dieser drei Stücke auf diese Problematik Tod und Abschied ganz anders guckt. Also letztlich Fleischmanns Stück hat eine sehr starke Humanität in der Musik. Es endet mit einem apotheotischen Nachspiel. Man könnte fast sagen, da gibt es noch Trost in der Geschichte. In der zweiten Geschichte gibt es eigentlich nicht wirklich Trost. Jemand erfährt, er ist Mitte 30 und muss sterben. Und er versucht sich den Trost selber zu schaffen, indem er sozusagen den Tod in die Hand nimmt. In der dritten Geschichte gibt es nun gar keinen Trost mehr. Also ich habe das Gefühl, an dem Abend gibt es eine permanente Eindüsterung. Miron Hakenbeck ist Dramaturg an der Bayerischen Staatsoper. Mit seiner Inszenierung dieser drei Stücke stellt er sich nun in München erstmals auch als Regisseur vor und spannt dabei den Bogen über drei Zeiten und drei Welten. Die Tatsache, dass wir die Stücke hintereinander ohne Pausen spielen und es ja so Überlappungen gibt und bestimmte szenische Details, die wiederkommen. Also Paul Celan findet ja in den Scherben, die ausgeschüttet werden, die Hochzeitsbilder von Bronze und Martha aus dem ersten Stück. Also als hätte er was aus dieser zerschärbten Welt gefunden. Die Jungs in der zweiten Geschichte räumen die Bühne komplett leer, als wäre es die Wohnungsauflösung ihrer Großeltern, die gestorben sind. Also ich hoffe, dass durch so kleine Sachen sich bestimmte Zusammenhänge ergeben. Aber natürlich sind die drei Stücke in ihrer Ästhetik sehr verschieden, in ihrer Sprachlichkeit sehr verschieden und, glaube ich, auch in ihrer Weltsicht sehr verschieden. Und diese Unterschiede müssen auch bleiben. Rothschilds Geige, Die Entscheidung und Herzland sind eine Koproduktion der Bayerischen Staatsoper mit dem Orchester Jakobsplatz München und dessen Leiter Daniel Grossmann. Das Orchester Jakobsplatz München hat sich ja zur Aufgabe gemacht, vor allem jüdisch geprägte Musik aufzuführen. Das können jüdische Komponisten sein oder jüdische Themen, also die Inhalte der Stücke. Und insofern passt diese Werke, die wir heute Abend gespielt haben, in vielerlei Hinsicht. Also es sind beide Stücke von jüdischen Komponisten. In beiden Stücken geht es um jüdische Menschen. Also es ist ein ganz starker Bezug zur Programmatik des Orchesters. Vor allem in Benjamin Fleischmanns 1940 komponierter Oper Rothschilds Geige, die in einem alten jüdischen Städtel spielt, mitsamt der dafür typischen Kultur und Musik, ist das Orchester integraler Bestandteil der Handlung. Neben thematischen Verbindungen sieht Daniel Grossmann aber auch starke musikalische Zusammenhänge zwischen den drei Werken. Musikalisch spüre ich einen Zusammenhang vor allem zwischen Die Entscheidung und Herzland, weil in der Entscheidung eher eine Art Soundspur abläuft, wo man schon Geräusche hört, die ähnlich dann mit Live-Instrumenten in Herzland erzeugt werden. Wenn in diesem Werk Paul Celan und seine Ehefrau ihren Gefühlen in Briefen Ausdruck verleihen, dann wird darin nicht nur die problematische und auf tragische Weise zum Scheitern verurteilte Beziehung dieses Paars geschildert, sondern auch die jüdische Herkunft Celans und die Suche nach seinen Wurzeln. Für die 1980 geborene Komponistin Sarah Nemzow auch eine Reflexion über die eigene Kultur. Das hat für mich persönlich natürlich eine Bedeutung, als Jüdin
bin ich ja auch dauernd damit konfrontiert. Also egal jetzt, ob ich wie religiös ich bin, aber einfach in Deutschland zu sein, man ist dauernd damit konfrontiert, mit diesem Teil der Identität. Ich bin ja nun beides. Ich bin auch in Deutschland geboren. Ich bin Deutsche und Jüdin. Und bei so einem Stoff jetzt, also Celan, hat sich das für mich dann angeboten, mich auch mit der Musik zu beschäftigen. Als Komponistin ist es natürlich eine ganz, ganz spannende Quelle. Rein strukturell basiert quasi alles auf Elementen jüdischer Musik, wobei ich das natürlich mit meiner Musiksprache verwoben habe. Ich wollte es eben nicht zu oberflächlich machen, es sollte innen drin stattfinden. Aber tatsächlich basiert sehr, sehr viel, harmonisch, auch rhythmisch oder in den Gesangslinien, basiert auf jüdischer, traditioneller Musik, liturgischer Musik und auch Klezmermusik. Es gibt am Ende mal einen Moment, wo das so fast ein Zitat ausbricht. Die Verbindung zwischen den unterschiedlichen Stilen und Weltsichten in Rothschilds Geige und Herzland schafft die auf Tatsachen beruhende Erzählung Die Entscheidung von Hannah Krall. Diese Angst könnte eine Folge von Petershoogs jüdischer Herkunft sein. Die dritte Geschichte versucht eigentlich diese Perspektive von außen eben ein bisschen wiederzuspiegeln. Wie geht es jemandem Jahrzehnte nach dieser Geschichte, die in den anderen beiden Opern steckt, also der europäischen Geschichte mit der Vernichtung, wie geht es jemandem damit, plötzlich auf die jüdische Kultur zu gucken und zu sagen, ja, das ist was mich interessiert, das lebe ich einfach. Damit spannt sich der Bogen über drei Lebensgeschichten, die zugleich auch drei Geschichten vom Sterben sind.